Neuer Obmann beim Fußballclub in Fischament, neue Motivation. Start-up für ein durch und durch gelungenes Oktoberfest. Vor Jahren haben wir diesen Termin gewählt, weil es sehr früh in der Saison ist, weil wir die Ersten sind mit Oktoberfest. Und man sieht, es kommt gut aus, sind viele Leute da, die Musik passt, die Stimmung passt und ist eigentlich ein guter Erfolg. Ich möchte sagen, also dass der ATSV Fischament unter dem neuen Obmann Franz Rödig wirklich eine hervorragende Arbeit macht. Das ist ein tolles, motiviertes Team, das auch das heutige Oktoberfest so toll organisiert hat. Und wir sind irrsinnig stolz, dass wir so einen Verein haben und auch viele andere Vereine in dieser Klasse. Was verbinden Sie mit einem Oktoberfest? Gemütlichkeit, Zusammenhalt, dass man die Mannschaft mit den Leuten ein bisschen vorstellt, dass man die Mädels haben mit den Dirndln und alles und dass man die Tradition pflegt. Das gute Bier, die gute Musik, wenn sie nicht gerade Pause machen, die gute Stimmung, die nette Begleitung. Ja, das war es im Großen und Ganzen. Die Leute, die Gemütlichkeit, gute Musik. Naja, feiern wir sonst, oder? Das Oktoberfest gehört gefeiert. Es ist irgendwo so ein bisschen das Ende vom Sommer, wie man heute auch sieht, vom Wetter her leider. Oktoberfest hat doch eine gewisse Tradition, mittlerweile auch schon bei uns in Fischament. ATSV Oktoberfest ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass es gemacht wird. Ist wirklich großartig organisiert, so wie man sieht. Tolle Musik, tolle Stimmung. Und ich denke, es wird halt sicher von der Stimmung her noch besser werden. Also das Oktoberfest hat sich mittlerweile in den letzten 3 Jahren natürlich als fixer Bestandteil in unser Kultur- und Veranstaltungsprogramm involviert. Und man sieht es ja im Hintergrund, die Stimmung ist perfekt. Ein Traum vom Fischament. Wir sind jetzt Jahr da, wir kommen nächstes Jahr wieder. Fischament versteht zu feiern. Ja, das ist richtig, also wir Fischamenter bringen immer was zusammen, wie man sieht. Und ganz besonders heute da, der Fußballverein, das ist eine ganz gelungene Veranstaltung. Wenn ein bisschen Geld überbleibt beim Fest, was geschieht mit dem? Das Geld, was beim Fest überbleibt, geht die Hälfte geht in den Nachwuchs und das andere werden Trainingsgewänder für die Kampfmannschaft gekauft und in die Infrastruktur gesteckt.